der Preis und die technischen Daten des aufregenden Samsung Galaxy S9. Samsung, der führende Hersteller von Mobiltelefonen und Elektronik, kündigte am 25. Februar auf der MWC 2018 in Barcelona seine neuen Flaggschiff-Handys Samsung Galaxy S9 und Samsung Galaxy S9 Plus an. Dies ist das Wichtigste, das dieses Samsung-Flaggschiff vom vorherigen unterscheidet. Samsung Galaxy S8 ist der Unterschied in der Position des Fingerabdrucks unter der Rückkamera mit Entwicklungen mit der Fingerabdruckscanner-Funktion mit Entwicklungen in der Kamera, um die Blendenvariable von f1,5 bis f2,4 zu werden. Damit können Sie bessere und schnellere Bilder mit einem großen Vorteil in der Zeitlupenfotografie mit einer großen Anzahl von Bildern aufnehmen. Dies zeigt die Präzision der Videoqualität. Wir werden die Vor-, Nachteile und Spezifikationen des neuen Mobiltelefons vorstellen Samsung S9 in diesem Artikel. Samsung Galaxy S9 Telefon technische Daten, minus. Angekündigt am 25. Februar 2018. Das Erscheinungsdatum ist März 2018. Die Abmessungen des Mobiltelefons betragen 147,6 bei 68,7 bei 8,4 mm. Gewicht 163 Gramm. 5,8 Zoll Super AMOLED Bildschirm mit einer Auflösung von 1440 bei 2960 mit Bildschirmabmessungen von 18,59 mit einer Dichte von 568 Pixel und einer Schutzschicht auf dem Bildschirm von Corning Gorilla Glass 5. Ihr Telefon unterstützt die Funktion immer angezeigt. Das Telefon verfügt nicht über eine Home-Taste für den Bildschirm. Die Taste ist jedoch wie das S8-Telefon in den Bildschirm integriert. Ein Exynos 9810 Octa-Prozessor mit 8 Kernen und einer Nennleistung von 2,8 GHz für 4 Kerne und 1,7 GHz für die anderen 4 mit einem Mali-G 72 MP 18 Grafikprozessor. Das Telefon wird mit dem Betriebssystem Android Oreo 8.0 geliefert. 64 GB Speicherplatz mit 4 GB RAM. Das Telefon unterstützt die Installation von 2 SIM-Karten oder eines Chips mit einer Speicherkarte von bis zu 400 GB. Die Rückfahrkamera des Telefons ist eine 12-Megapixel-Kamera mit einer Blendenverschiebungsfunktion von 1,5 bis 1,24, je nach Beleuchtung und Fotoqualität, mit optischem Stabilisator und LED-Blitz. Eine 8-Megapixel-Frontkamera mit f1,7 Objektivschlitz und 4K-Autoaufnahmefunktion. IP 68 zertifiziert für Wasser- und Staubbeständigkeit. Samsungs Debüt als Stereo-Lautsprecher in einem Flaggschiff-Telefon. Support Radio, NFC unterstützen. Unterstützt USB Typ C. Es unterstützt den Gyroskopsensor und den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite des Telefons unter der Kamera und den Fingerabdruckscannersensor. Es gibt eine 3,5 mm Kopfhörerbüchse. Unterstützt Samsung Gigs speziellen Desktop-Player. Live Translation ist mit Bixby Personal Assistant kompatibel. Unterstützt Samsung Knox 3.1 für zusätzlichen Datenschutz und Schutz Ihrer Telefondateien. Der 3000 mAh Akku unterstützt das schnelle Laden und das kabellose Laden. Farben: Schwarz, Grau, Blau, Pink. Samsung Galaxy S9 Eigenschaften, minus. Hervorragender Prozessor und Leistung wurden entwickelt, um eines der besten und schnellsten Android-Handys aller Zeiten zu werden. Die Position des Fingerabdrucks ist akzeptabel und besser als beim S8. Die Blende ist sowohl bei der vorderen als auch bei der hinteren Kamera hervorragend, um ein besseres fotografisches Erlebnis als bei der S8 zu erzielen. Erstmalige Stereo-Kopfhörer von Samsung. Es gibt eine 3,5 mm Kopfhörerbüchse. IP 68 zertifiziert für Wasser- und Staubbeständigkeit. Schnelles und kabelloses Laden des Samsung-Akkus. Nachteile des Samsung Galaxy S9, minus. Nur 3000 mAh Akku und wie üblich möchte Samsung die Akkukapazität seiner Flaggschiff-Telefone nicht erhöhen, aus Angst vor einer Wiederholung des Note 7 Problems. Seit der vorherigen Version des S8 gibt es keine größere Entwicklung auf dem Telefon, jedoch ist der Preis des Telefons auf $750 gestiegen.